Kamera läuft. Ja. Jawohl. Synchronisieren. Synchronisieren. Cheers. Jawohl. Es ist immer noch Januar. Jawohl. Das heißt, ich trinke immer noch keinen Alkohol gerade. Ich schließe mich dir an. Danke. Wir sind in einem neuen Studio, Port Azul. Mhm. Und ich hab ein Thema. Oh, bitte. Also warte mal, ich fange auch mal so an, wenn du auf eine einsame Insel gehen würdest und nur eine Kamera mitnehmen würdest, welche wär's? Q. Was? Oh Mann, Alter. Ja, Q, wenn nur eine Q. Ja. Ja. Ja, toll. Okay, verkackt. Ich dachte, du sagst es M11, weil nee. Darüber wollte ich heute sprechen, aber das ist okay. Dann nimm die Q mit. Aber Q ist für mich nochmal anderer. Bitte. Ein Scheiß. Naja, okay. Wir saßen letztens im Auto und haben überlegt, wie lange du die M11 hast. Mhm. Und du hast sie ja ultra schnell, nachdem die rausgekommen ist, hast du die schon irgendwie bekommen. Ja. Und deswegen wollte ich mit dir über deine Erfahrungen im ein Jahr M11 reden. Ein Jahr M11, ja. Genau. Also erstmal vorweg, warum, also wir haben 2023, warum eine Messsucherkamera in 2023? Also Logik, mit Logik hat es ja nichts zu tun. Gar nicht, nee. Null. Weil ja, dadurch beraubt man sich ja generell mit Messsuche den ganzen Features, was ja die neuesten Kameras alles haben, ist ja eigentlich total entgegengesetzt. Ne? Ja. Also jede Kamera ist schneller, schlauer, mit künstlicher Intelligenz, Autofokus, blipapo. Ja. Und die kann original gar nichts. Die kann gar nichts, ne. Also ich sage immer, die kann nichts, außer gut aussehen. So. Also ich finde, die sieht schön aus, liegt gut in der Hand, hat man sehr gerne bei sich immer dabei. Und ich bin halt ein Mensch, ich verlasse ja das Haus nie ohne Kamera. Und aber gut, da mache ich es mit der Q. Ja. Aber auch, ja, die M10 oder M11 auch immer an mir dabei. Und ich habe jetzt ja lange gebraucht, um auch erstmal drauf zu kommen aufs Messsuchersystem. Habe mich auch ein bisschen Zeit lang noch dagegen gesträubt. Aber bis ich mich da richtig da wohlgefühlt habe, mit auseinander und auch damit fotografieren konnte, das hat länger gedauert. Weil ich bin auch so ein bisschen mit der Erwartung damals reingegangen, so wie, ich nehme jetzt eine DSLR-Kamera oder irgendwie sowas in die Hand und habe das ja zig Jahre auch jetzt mir beigebracht und so weiter. Und kann das erlernen mit einer Spiegelreflex oder Spiegellosen hier direkt umsetzen, das ist total falsch. Also das habe ich auch im ersten, war mir gar nicht so bewusst, wo ich auch das erste Mal so eine Kamera in der Hand hatte, weil das gar nichts bringt. Also es ist ein komplett anderes Art von Fotografieren. Natürlich sind die Sachen wie Belichtung und ISO und Verschluss und so weiter, das ist die gleiche Grundvoraussetzung, aber die Art, wie man damit fotografiert, also ich habe irgendwann gesagt, ich fange jetzt Fotografie bei Null an. Ich bringe es mir nochmal komplett bei Null bei und auch das, was ich, wie gesagt, über die Jahre mir angeeignet habe, musste ich erst mal ablegen, wo ich mich hierfür entschieden habe. Und aber da könnte ich jetzt einen riesen Fass aufmachen. Genau, ja, genau. Auf das will ich jetzt gar nicht hinaus. Aber wieso kommst du überhaupt auf die Idee zu sagen, ich fange jetzt bei Null an? Also, ja, diese Schnelllebigkeit oder was? Genau, andererseits bin ich damit aber auch wiederum viel schneller. Das ist so ein Auf und Ab. Das ist, wie gesagt, hat es ja eher ein philosophischer Aspekt, wieso man sich dafür entscheidet. Aber auch, du kennst mich ja, ich mag das alles selbst einstellen und selbst für dafür Verantwortung. Und tatsächlich, ich setze gern bewusst den Fokus, schau hier durch, schau da durch und kompositiere und so weiter. Und das mag ich einfach nicht nach dem Autofokus übergeben. So. Und du hast es gesagt, tatsächlich ist man damit viel schneller. Ich glaube, wenn Leute das hören, klingt das erstmal dumm. Aber man muss... Also wir machen ja manchmal diese MLP-Basketball-Geschichten. Genau. Und letztes Mal war ich mit meinen Freunden im Publikum, habe mir das Spiel mal so angeguckt, ohne Fotos zu machen. Und ich sehe, Nico Neithardt unten am Spielfeldrand macht Sportfotografie mit Messsucher. Du hattest nicht mal einen Visoflex drauf, sondern ich glaube, weil für jemand, der zum ersten Mal ein Messsuchersystem in der Hand hat, Alter, bis man ein Foto gemacht hat, erstmal so zurechtfriemeln, die Dinger übereinander legen und meistens so. Meistens hat man einen Finger vorm Sucher. Vorm Ding, dann funktioniert sowieso gar nichts. Aber ich meine, du hast davor die M10 gehabt, dann nochmal eine M10 und was weiß ich. Du bist jetzt ja in dem System jetzt kein Neuling. Aber ich denke, wenn man da Erfahrungen sammelt drin, dann ist es wirklich schneller. Also natürlich bin ich auch, ich kann mich noch erinnern zum Beispiel, wo viel Druck da war auf Hochzeiten. Ja. Es war schon ein bisschen komisch, auf der ersten Hochzeit zu sagen, ich mache die komplett auf Messsucher und verpasse ich da dann den großen Kuss, die Ringübergabe oder das und das und das.
dann dreht man auch erstmal so, taschelt man sich ran, macht man die Blende ein bisschen zu, dass man ein bisschen generell mehr Depth-of-Field hat, so, dass die Fehlerquote, aber dann mit der Zeit Übung, dann wird die Blende auch schon offener und es geht. Und wie gesagt, auch jetzt Basketball, ich habe das mit Blende 1.4 fotografiert. Das ging und man übt so ein bisschen Zone-Focusing, das ist ja nochmal was man da macht und das funktioniert voll Methoden gut. Halt. Und ich brauche ja, wie gesagt, dann auch schon gar nicht mehr durch die Kamera schauen. Also ich stelle mein Ding ein, schaue, wie wer springt, wie wer reagiert und habe auch ein Gefühl für Framing, für Brennweite und dann geht es wunderbar. Okay, schöne Intro über die Messsucher. Genau, aber das wäre auch ein interessantes Thema. Also man kann mal generell nur über Messsucher und Vergleich. Aber die Frage ist ja jetzt meine Erfahrung ein Jahr mit der M11. So. Genau, und jetzt möchte ich dich erstmal fragen, also du warst ja nicht neu im Messsuchersystem. Erstmal, du hast die M10 gehabt. Das ist eine Hammerkamera. Ja. Dann ist die M11 rausgekommen. Warum hast du gesagt, ich switch von der M10 zur M11? Ja, das war einfach so. Also über die Jahre hinweg, die 2-3 Jahre mit der M10, habe ich mich halt da immer mehr angefreundet, habe viel, viel mehr Jobs gemacht und klar in das System so verliebt und bin da so drin, dass ich sage, alles andere macht mir gerade keinen Spaß. Ja. Und ich will nur noch damit fotografieren, also alle Jobs damit machen. Und manche Jobs haben halt gewisse Voraussetzungen, wo ich, sage ich mal, mit der M10 nicht möglich wäre oder mir das erschwert wäre. Megapixel. Zum Beispiel Thema Megapixel. Also ich mache halt auch Billboard-Kampagnen, sage ich mal, wo halt in der Stadt riesengroß hängen. M10 sind 26? 24, 26. Ja, ich glaube 64. 64. Also sprich, also diese Anforderungen für diese Kampagnen sind da schon mal da. Also wenn es einfach um reine Megapixel geht. Natürlich kann man mittlerweile auch das digital vergrößern, aber das ist schon mal gut zu haben. Und da ist es halt der eine Pluspunkt, also wo ich mich dafür entschieden habe, dass ich das halt damit abdecken kann. Und das Tolle ist ja, man kann ja auch verschiedene, also was mich jetzt wieder stören wird, hätte ich jetzt nur die 64, wie jetzt ein bisschen vergleichsweise bei der M10R. Ja. Das hat ja um die 40 oder 46 sowas Megapixel. Da hast halt, bist du an die gebunden und das kannst du nicht mehr downsizen. Ja. Und was ich halt das Tolle finde, das habe ich ja bei der Q2, das ist eine Katastrophe. Genau, gerade eine Q2, wo du eher auf Reportage bist, wo du ganz viel machst, da hast du so eine unnötig große Datenmenge an. Ich glaube 47 Megabyte, also ein Bild hat bei mir meistens so um die 85, 88 MB. Ja. Das ist Katastrophe. Das ist einfach viel zu viel Datenmenge und da ist es halt das Tolle, also für gewisse Jobs mache ich es hoch. Mache ich jetzt halt ein Konzert oder eine Reportage, da reicht halt auch es. Oder wenn es auch darum geht, manche Konzerte, wo ich mache, also da muss ich ja die Bilder abliefern, bevor das Konzert fertig ist, für Web irgendwas. Ja. Da habe ich mal, das stelle ich auf es ein und die Dinge sind halt auch ruckzuck durchgeflutscht. So. Also das sind halt so die Kleinigkeiten, wie lange brauchst du, bis auf dem Computer kopiert ist, bis er bearbeitet, exportiert und so. Und das sind dann diese Kleinigkeiten, wo ich dann mit den RAW-Files, klar, eh nur RAW, das halt schneller rauskriege. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich sage, ich switch von der M10 zur 11, weil ich, wie gesagt, gemerkt habe, also letztes Jahr habe ich ja alle Jobs ausnahmslos damit gemacht. Und jetzt bin ich sogar schon in der Sportfotografie damit angekommen, wo das wunderbar klappt. Also ich habe da gar kein Problem. Interessant. Okay, und jetzt haben wir mal zu deinen Erfahrungen. Du hast sie dann bekommen. Mhm. Wie war der erste Eindruck von der M11? Ja, also an für sich ist ja kein großes, also vom Handy, du hast ja das gleiche Ding in der Hand, so wie eine M10, da ist ja kein Unterschied. Der Unterschied ist klar, so Kleinigkeiten wie die Bodenplatte, die hat keine Bodenplatte mehr. Geht direkt rein und raus und da halt auch ein großes Ding, so der Akku, der ist so stark, der hebt den kompletten Tag durch. Das halt bei der M10 auch. M10 ist nicht so toll, M10, also ich bin halt standardmäßig, wenn ich so eine Hochzeit oder so eine Tagesreportage hatte. Der ist auch gefühlt doppelt so groß. Ja, also der hat schon ordentlich mehr Bums. Und auf einer Hochzeit hatte ich damals mit der M10 zwei bis drei Akkus dabei, einfach so als Backup und Sicherheit. Die haben sich halt direkt leer gezuckelt. Und der Akku ist halt auch nochmal ein Mordstärke. Also ich lade morgen Arbeit einmal, gehe den ganzen Tag mit raus und der ist abends auch immer voll. Also da habe ich gar keine Schwierigkeiten. Und ja. Was interessant ist, irgendwie, also ich habe ja die M10 und ich weiß nicht, die sehen fucking genau gleich aus, aber irgendwie hält die sich besser. Ich weiß nicht, haben die dieses kleine Ding da irgendwie mehr gemacht? Ist alles gleich. Genau gleich? Alles gleich. Okay, vielleicht kommt es mir auch gerade nur so vor. Vielleicht auch durch das Objektiv oder so, ist es ein anderes, wie du hast. Irgendwie, ja, gut. Genau. Ja, das war ein großer Pluspunkt. Und ab dann gibt es nicht mehr viel. Also, was muss ich ja sagen, was immer so ein großer Wermutstropfen war, war halt einfach, die ist zweimal verreckt. Ja.
Ich hatte einmal Probleme, also ich musste die schon zwei oder dreimal einschicken zu Leica. Das einzig Gute ist halt, Leica hat einen Weltklasse-Service, ja, da kann man nichts sagen. Das erste Mal ging sie einfach nicht mehr an und hat nicht mehr ausgelöst. Das war irgendwie so ein Firmware-Problem. Die haben auch relativ zeitnah dann ein Update rausgebracht, wo das gefixt hat. Aber das war schon extrem frustrierend. Aber erzähl mal über den Service, weil das war ja dann einerseits schade, dass die natürlich verreckt ist, aber andererseits, was ja, haben die? Die melden sich sofort, die reagieren sofort. Ich habe auch gesagt, hey, ich bin Berufsfotograf, ich kann da nicht drauf verzichten. Das muss funktionieren und zack, per UPS, AliExpress war, bevor ich die überhaupt zu denen geschickt hatte, weggeschickt kam, nächsten Tag schon eine andere M11, um übergangsweise das zu überbrücken. Und die haben halt dementsprechend auch gerade eine hohe Reparaturquote, sage ich mal. Dementsprechend dauert es aktuell ein bisschen länger. Aber so vom Verständnis, vom Ding her, gar keine Schwierigkeiten bereitet. Ich sage, also ja, ohne mit der Wimper zu zucken, direkt reagiert, das Ding entgegengenommen. Und, aber das damals, beim allerersten Mal, war es auch so gefühlt nach zwei Wochen wieder da. Und irgendwie ein paar Wochen später war ich in Hamburg auf einem großen Job. Es war ein mehrtägiger Job, wo ja Großproduktion war für einen sehr großen Kunde. Und ich kann mich noch erinnern, der Job ging irgendwann halt, also ich in Hamburg um 17 Uhr los und wenn ich halt morgens zu viel Zeit habe, plane ich mir natürlich in Hamburg noch ein freies Shooting ein. Ja, klar. Dann habe ich mich mit einer getroffen und geshootet und während dem Shooting ist die Kamera verreckt. Und Shutter nicht mehr aufgegangen. Der Shutter ist nicht mehr hoch und runter gegangen und ist halt wunderbar zwei Stunden vorm Shooting. Und was hast du gemacht? Ich konnte in Hamburg mir noch spontan in dem einen Leica Store was ausleihen zur Überbrückung. Weil ich war eh voll dann sehr zentral in der Stadt und dann ging das Gott sei Dank. Glück gehabt, dass du in der Großstadt warst. Und das Witzige, also dann von Hamburg zurück nach Heidelberg, also zwei Tage später, ist ja Wetzlar auf dem Weg. Ja. Und ach so, ja. Da habe ich sie dann kurz abgegeben. Und die haben mir dann auch da wieder eine neue dann mitgegeben. Und da ging es dann extrem lang, bis die da war. Ich glaube, zwei Monate. So roundabout zwei Monate hatte ich die Leica. Weil, wie sich herausgestellt hat, ist da eine sehr, sehr hohe Fehlerquote. Wir haben ja auch mal von Leica einen auf einer Messe getroffen, ja, ja, wo wir auch mal das Problem geschildert hatten. Was war die Quote? Ich glaube, jede sechste oder so war das. Oder jede zehnte. Auf jeden Fall, es war viel zu hoch. Und, aber er hat auch gemeint einfach, dass es liegt daran, dass die Leute irgendwie noch nicht so gut dran sind, die zusammenzubauen oder so. Genau, genau. Und da ist halt eine riesengroße Marge an Fehlkameras und Fehlfunktionen. Auch krass eigentlich bei der Preisklasse. Ja. Voll. Also man erwartet ja bei so einem Rangement halt, dass das 1A funktioniert. Aber dafür ist der Service halt, also zumindest, sag ich mal. Ja, der kompensiert einiges. Ja. Darf da natürlich nicht vorkommen. Also irgendwie bei meiner, ja, also bei meiner Sony hatte ich noch nie auch nur irgendwas. Aber dafür ist halt wirklich ein Anruf. Und das passt also dann. Also das ist echt toll. Ja. Das sind so die guten Sachen an der M11. Auch der Prozessor ist deutlich schneller, also richtig spürbar schneller als die M10. Mhm. Dann, was ich halt auch liebe, ist der Auslöseknopf. Also die, ich sage ja immer, die M10, die macht klack, klack, klack. Und ich weiß ja genau, wo du ja bist. Die M11, die ist wie bei der M10P quasi oder M10R. Also das ist richtig, ich weiß nicht, ob man es hören kann. Ja, wenn du so nah ranhängst ans Mikrofon, hört man es bestimmt. Ja. Und ja, das ist ein richtig angenehmes Geräusch. Ich mag das. Also ist nicht zu laut, auch nicht zu leise. Ja. Auch trotzdem hat das Model oder die Person, wo ich fotografiere, trotzdem ein Feedback. Da passiert was. Ja. Manchmal ist es auch, du kennst ja bei meiner Q2 zum Beispiel. Das ist viel zu leise. Da denken die Leute, ich filme oder sowas. Ja, also das sind so Kleinigkeiten, wo ich voll verliebt bin. Aber wiederum gibt es auch ganz viele Dinge, die ich hasse. Also wo einfach unverschämt schlecht ist. Rolling Shutter, das ist furchtbar. Also Thema laut-leise fotografieren. Man kann ja auch hier den mechanischen Verschluss den elektronischen Verschluss anmachen. Und dann ist ja komplett geräuschlos. Ja. So. Aber also ich kann auch immer nicht glauben, wie schlecht das ist. Also, also der ist wirklich nur nutzbar, wenn ich die Kamera auf einem Stativ habe und Landschaftsfotografie, also Dinge fotografiere, ja, die sich nicht bewegen.
Wo wiederum die Frage ist, warum braucht man das überhaupt, außer dass halt eine schnellere Verschlusszeit kommst. Aber das ist unglaublich schlecht. Okay, also, ich wünschte, ich könnte eine Reportage lautlos fotografieren mit Menschen. Das geht einfach nicht. Das ist unusable. Also ich glaube, wenn man sich das Ganze jetzt mal so anguckt, was wir geredet haben, da geht man schon mit einem komischen Gefühl raus. Aber du liebst die Kamera über alles. Klar, also das ist so. Nichts geht über, gut, am Anfang die Frage ein bisschen gefloppt, wie ich gesagt habe. Aber, klar, aber das ist trotzdem auf dem gleichen Level. Also das ist trotzdem meine Hauptkamera, ganz aber, klar. Genau, dann beschreib mal, also ich meine, manche nennen es irgendwie den Leica-Look oder das Leica-Phänomen oder so, aber was macht es dann doch aus, dass du sagst, ey, ich verzichte so auf alle Features, ich verzichte auf, keine Ahnung, was weiß ich, Rolling Shutter, Katastrophe, das Ding hat es ein Bildstabi? Ich weiß nicht. Film kann die, auch nicht, also im Endeffekt, du hast... nichts. Und on top sind die ja noch so nett und berechnen noch einen zwei- oder dreifachen Preis, was eine normale Kamera kostet. Ja, das ist voll nett. Ja, voll cool von denen. Genau. Und ach so, ja, und Ersatzteile, so ein Akku kostet dich 170 Euro oder sowas, sehr klar. Ja, man hat nur Nachteile mit dem Ding. Ja, also wenn es um Preis geht. Aber also, erklär mal dann doch das Ding, was es dann doch ausmacht, was es wieder gut macht. Ja. Also ich denke jetzt gerade an ein paar Shootings, Porträt-Shootings zurück, wo wir mit der geschossen haben, wo ich dir Licht assistiert habe oder so. Und dann kommt es immer wieder zur Sprache. Ja, was ist für eine Kamera? Ja. Die irgendwie, keine Ahnung, die Leute fühlen sich wohl. Ist das was anderes, wie wenn du so einen Klopper vor dir hast mit einem 70-200er oder sowas? Man sieht einfach aus wie irgendwie der Touri. Oder wo wir beim SWR auf der Aftershow-Party waren oder so. Du fällst ja gar nicht auf, dass du der Fotograf bist. Du bist der Typ mit der Kamera dabei. Ja. Und also absolut richtig, was du sagst. Und keiner fühlt sich irgendwie unwohl, fotografiert zu werden. Und ich kenne das irgendwie. Also wenn man da mit den Kloppern rumrennt und die Leute drehen sich ja schon weg, weil sie das hassen, so zu fotografiert zu werden. Und man kommt immer in ein Gespräch mit jemandem und oh, ist die schön und bla bla bla. Und allein, wie gesagt, von so einem schönen Stück fotografiert zu werden, da fühlt sich dann auch der Gegenüber einfach wohler und strahlt es aus. Und das ist total krass. Also ich kann auch endlose Geschichten erzählen, wo das für mich ein Door-Opener war, auch wenn ich jetzt mit irgendwelchen Musikern oder so unterwegs war oder die fotografieren wollte. Das war schon so oft so der Fall, dass das einfach die Kamera mir das ermöglicht hat, so dumm mir das klingt. Also ich hatte mal zum Beispiel ein Shooting mit Sido, der ja Fotografie hasst so. Und den habe ich zweimal am Tag gehabt, einmal morgens oder nachmittags, da bin ich noch mit der Canon rumgerannt und da hat er mich weggeschickt und wollte nicht. Und nachmittags sollte ich nochmal da bei was teilhaben und dann bin ich da mit der Leica angekommen. Der ist so, oh, Leica, bla bla bla, er hat ja auch eine und ob ich da den Knopf habe, um oben drauf zu drehen oder und so weiter und so fort. Und schon konnte ich ihn fotografieren auf einmal, hat kein Problem mehr gehabt. Jetzt einfach nur, weil ich die Leica auf einmal dabei hatte. Vielleicht, weil die irgendwie Nostalgie ausstrahlt und nicht irgendwie Paparazzi. Ja. Aber was ich letztens mir gedacht habe, so wenn es bei Fotografie irgendwie darum geht, Emotionen auszudrücken, dann muss ja dein Kamerakauf auch um Emotionen gehen. Mhm. Also so, klar, dann kann man halt mal davon absehen, dass die halt original gar nichts kann. Also wenn man überlegt, so die neue Sony kann Insektenaugenerkennung, aber das ist ja nicht mein Autofokus. Klar, aber das ist, sie kann weniger, dafür muss ich wiederum mehr können. Genau. Und das ist das, was ich brauche. Also ich will halt so viel Teilhabe an der Fotografie sein, wie es geht. Natürlich bin ich jetzt kein Analogfotograf, der jetzt nur sagt, ich will es selbst entwickeln auf der Filmebene und so. Aber ich will trotzdem alle Entscheidungsprozesse, also ich mag Entscheidungsprozesse wie Gedanken über Belichtung, über Framing, über Schärfe stellen und so. Das ist halt voll meine Welt und ich kann das einfach nicht abgeben und ich feiere natürlich alle Features von Sony, Canon und Co., aber ich schaue da nicht gern durch. Ich fühle mich mit denen einfach nicht wohl. Egal, ob das Arbeitstiere sind oder nicht oder wie auch immer. Ich kann das einfach nicht. Keine Ahnung, warum. Das ist nicht vielleicht meine Art der Fotografie. Letztes Mal wurden wir ja irgendwie als, wie hieß das, Gear Freaks. Also jetzt kommt ja doch noch eine emotionale Seite bei dir in deine Fotografie rüber. Ja, schön. Aber auch, du hast... Gute Brücke eigentlich. Du hast jetzt ja eine M10 gekauft, nachdem du 3 Wochen vorher dir eine Sony Alpha 4 gekauft hast und voll geflasht bist von den Features. Ja. Wie kam es bei dir dazu eigentlich? Bestimmt wegen mir, Entschuldigung. Sag mir, ich würde sagen, lass uns dann anders quatschen. Ja? Weil, willst du auch nochmal separat? Ja, weil das ist, wenn ich so mal drüber nachdenke, waren das so voll viele Entscheidungen, die auch, also ich habe ja nicht einfach nur eine Sony gekauft,
Also da ist viel passiert. War also ich, auch die Auswahl der Objektive für die Sony. Also ich wollte irgendwo hin, wo ich aber nicht hingekommen bin. Aber da würde ich nochmal, lass mal in Ruhe drüber quatschen. Okay, bin gespannt. Weil sonst sitzen wir hier eine Dreiviertelstunde noch. Okay, zusammengefasst, ein Jahr M11. Würdest du empfehlen? Nein. Das ist so schrecklich. Ja, also ich nenne es mir jemand anderes. Also ich bin da, also für mich ja. So. Da ist, bei dir stimmt auch irgendwas. Bei mir stimmt was nicht. Also ich kann niemandem eine Kamera für 8.000, 9.000 Euro empfehlen. Nee. Ja, du sagst ja auch selber, du magst nicht fotografieren, du magst Fokus setzen. Das ist eigentlich was. Aber um das machen zu können, musst du halt zwangsläufig fotografieren oder so. Nee, und jeder hat andere Ansprüche so. Und meine sind halt so ganz komisch und verquirlt, wo einfach das auf mich passt. Aber also es ist ein Nischenprodukt. Sehr eine große Nische. Aber ich würde jetzt niemand Rangefinder empfehlen, der sich nicht bewusst dafür interessiert und dann das Anspruchsprofil hat. Aber in dem Fall meins passt und ich kriege mich da irgendwie durchgeschuckelt, aber bin happy und allem drum dran und lebe damit. Aber ich jemand anderen fehlt auf keinen Fall. Geil. Nice. Okay, gut. Dann, also das Fazit ist, du würdest sie nicht empfehlen, aber sie ist sehr geil. Okay, dann haben wir es ja. Sehr schön. Gut, Nico, vielen lieben Dank für den Einblick in dein Leben. Okay. Bis zum nächsten Mal.